So, machen wir noch eine Folge? Oder sind alles zu müde? Was meinst du? Ich bin schon den ganzen Tag müde. Aber ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn die Humbeldummels das jetzt noch abgeschlossen kriegen, was sie so alles vorhaben, weil sonst also ist es beim nächsten Mal wieder weg. Ha? So viel, was wollten wir jetzt noch machen? Wir wollten jetzt noch in die Botschaft. Ja, und was da wollten Rüstung? Wir? In der Botschaft wollten wir den Brief abschicken. Und nach der Reisekasse fragen. Und wie teuer ein Auftragsmord ist. Nee, nicht in der Botschaft. Wir wollten aber gucken wegen, dann wollten wir noch ins Archiv, Stadtbibliothek gehen. Dann wollten wir ins Rathaus gehen, um die Liste zu vervollständigen, wer alles da ist. Dann wollten wir Informationen halt über die sammeln. Dann wollten wir einkaufen gehen wegen der Rüstung. Dann wollten wir ins Magielagerhaus gehen, um nachzufragen, was es da für Möglichkeiten gibt, Manipulationsmagie zu entdecken, zu brechen und so weiter. Und in den Untergrund, um einen Spion anzuheuern, beziehungsweise zu gucken, wie viel ein Attentat kosten würde. Ja. Um Informationen über unsere Stichpunkte herauszufinden. Ja, also wir haben nicht so viel vor. Nein! Ihr habt ein bisschen was vor, was ihr alles macht. Überhaupt nicht. Und damit hallo. Herzlich willkommen zurück bei Abenteuer in Avalanien, der unmögliche Markt. Oder vielleicht auch schon demnächst der unmögliche Ball. Mal gucken, was unsere Truppe hier macht. Beim letzten Mal jedenfalls sind die Gebrüder Hummeldumpel durch Drachennesten durchgelaufen, haben jetzt der Agentur gesagt, jo, wir wollen die Katharina haben. Und haben erfahren durch einen Zeitungsbericht, dass der König von Ashgar anscheinend beim Abenteurer bald da sein wird, zusammen mit ihrer neuen Stiefmutter, die ihren Vater vertreten wird dort, wegen anscheinend Friedensverhandlungen zwischen Ashgar und Ishela. Oder auch nur Ashgar und Teile Ishelas. So richtig weiß das noch keiner so richtig. Wir sind ein bisschen so eingegangen in die Politik Ishelas und der einzelnen Reiche und so weiter. Es wurden Briefe verschickt. Nornor hat einen Brief dann an ihren Vater verschickt. Genau, mit einigen Informationen auch von den Hummeldumbels und Bitten der Hummeldumbels. Die Unterstützung. Hank hat versucht zu fischen, hat leider nicht so richtig funktioniert und Tessaya hat ihr Kleid endlich mal gewaschen und wieder ausgebessert und so weiter. Und und Nornor hat versucht, die weißen Kinder eine halbe Stunde, nachdem sie weg waren, noch zu besuchen. Und wurde leider darauf hingewiesen, dass die Kinder sich vielleicht erstmal einleben sollten und doch bitte nächste Woche wieder kommen sollen. Worauf sind halt die 10 Tüten voll mit Bonbons an Wasser alleine gegessen hat. Nom nom, so bitte wiederkommen, wenn die Kinder richtig eingelegt sind. Eingeweicht. sich eingelebt. Korrekt. Jedenfalls steht jetzt die Hummeldummel vor der Botschaft. Ich stehe jetzt bitte direkt vor der Botschaft von. Aurea. Sowas in die Richtung. Aurea. Hat mir, glaube ich, gesagt. Aurea. Von Aurea. Und wir werden sehen, was sie dort alles vorfinden werden, mit wem sie reden werden können und so weiter. Wenn euch das alles gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da und dann können wir loslegen. Bevor wir großartig jetzt direkt in die Boote einsteigen, wollen noch Marte, Saya, Nono oder Henk irgendetwas tun noch am Tag? Nee, sollen die mal in die Botschaft einsteigen. Alles klar, okay. Wir sind ja hier oben in dem, ich nenne es mal ganz plump, reichen Viertel. Ganz plump, ja. Dann würde ich gerne, wenn wir auf dem Weg zur Botschaft sind, gerne mal so ein bisschen gucken, ob ich so ein, wir kommen ja bestimmt auch an Cafés vorbei und ähnliche Sachen. Und dann würde ich gerne mal gucken, ob ich so typische reiche Tratschtanten finde, wo man sieht, die haben in ihrem Leben nichts anderes zu tun, als zu tratschen. Okay, dann machen wir bitte eine Wahrnehmungsprobe. Nicht Menschenkenntnis? Eine Tratschprobe. Das wäre Wahrnehmung erstmal. Oder Motiv erkennen wir es nicht eher? Um rauszufinden. Wäre auch okay. Kann ich unterstützen? Falls er mir sagt, was er machen will? Hat er jetzt nicht weiter gesagt. Ah, okay, hast recht. Ihr reitet nebeneinander und er schaut sich jetzt ein bisschen um. Ja, stimmt, hast recht, absolut richtig. 15. Naja, also ihr kommt an einem Café vorbei und
hier und da hast du auf jeden Fall so kleinere Grüppchen, wo so drei, vier Damen vielleicht zusammensitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen und so miteinander natürlich quatschen über den Alltag. Vielleicht schnappst du mal ganz kurz nebenbei was auf, wo irgendwie sowas so, ja, der Ball, ach, der König, der vorbeikommt, ja, also, bin ja gespannt, was alles sein wird. Und sowas würdet ihr auf jeden Fall ab und zu mal irgendwie sehen. Oder auch so eine Herrenrunde, die irgendwo auf einer, auch in so ein... Nee, ich achte vor allem auf so mindestens, also auf ein kleines Klüppchen von Frauen, die halt so aussehen, als hätten sie in ihrem Leben noch nie gearbeitet und die haben halt nichts anderes zu tun, als zu quatschen über die High Society und ne, so auf sowas suchen. Da würdest du auf jeden Fall eine Gruppe sehen, wo du dir vorstellen könntest, das müsste so ungefähr das sein, ja. Okay, dann würde ich auf meinem edlen Ross, ja, mit dem edlen Zaumzeug, ja, dahin reiten, ja, und würde gerne Pöbel auf Auftreten würfeln. Pöbel. Würfel auf Auftreten, ja. Hinreiten. Ihr werdet nie so gut wie ich. Und wieder weggehen. Da. Neunzehn, ja, okay. Und würde entschuldigen Sie, junge Damen. Und alle schauen halt zu dir rauf. Die sind alle so, was hast du, so eine Elfendame, Menschenfrau, eine Gnomendame hast du auch noch und eine Tieflingsdame. Also von der Menschenfrau würdest du sagen, ist sie so irgendwas um die 50 vielleicht herum. Und die anderen Damen, ist immer so schwierig bei den anderen Rassen so einzuschätzen. Also würdest du sagen, bei Elfendame vielleicht auch schon etwas älter, auch vielleicht irgendwas so, vielleicht so 40, 50 rum irgendwie. Die Tieflingsdame wirkt etwas jünger, vielleicht so Mitte 30. Und die Gnomendame, schwierig zu sagen, auch schon etwas älter, vielleicht auch irgendwie so Mitte 40 oder so was. Aber alle in wirklich feinster Kleidung, alle sehen auch super gut gepflegt aus und alle schauen zu dir auf, die eine Menschenfrau. Ich versuche so edel und königlich, wie ich kann, auszusehen. Und sie schauen zu dir so. Begutachten dich so von Kopf bis Fuß so. Ja, guter Mann. Wie kann man denn helfen? Ich bin neu in Drachennest und auch wenn die meisten anderen meines Geschlechts das natürlich nicht so gerne zugeben, ich interessiere mich unheimlich für den neuesten Klatsch und Tratsch. Aha. Wo könnte ich mich denn am besten darüber informieren? Wer zum Beispiel so alles zum Ball kommt und was so alles getragen wird, was die neueste Mode da ist, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen muss. Man möchte ja nicht als negativ herausstechen, indem man nicht auf dem neuesten Stand der Mode ist. Das stimmt wahrscheinlich. Also ich muss ja sagen, junger Mann, Sie sehen ja wirklich sehr adrett aus, also Ihr Pferdchen. Und also wirklich sehr, sehr hübsche Kleidung. Aber ich muss sagen, die Farben, die Sie da tragen, und das ist ja auch so aus dem letzten Jahr. Also mittlerweile tragen wir ja eigentlich eher sowas, was wir gerade anhaben. Das ist das ja halt eher so. Also ihr habt ja so blau-golden habt ihr an, ja, ne? So war das bei euch, ne? Genau. Das ist bei Ihnen halt eher so grünlich, auch mit so Silber mit drin rein verwoben. Das ist ja eher so die Farben diesen Jahres. Also da müssen sie definitiv auch etwas umändern. Aber ansonsten sehen sie natürlich schon sehr, sehr adrett aus. Ihre Haare wirklich unglaublich. Also strahlend im Licht wirklich. Also sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schön. Liegt in der Und natürlich, also den besten Tratsch, nicht wahr, Mädels? Das kriegt man natürlich nur. Bei uns könnte man natürlich auf jeden Fall mal nachfragen, was so alles gibt. Aber sagen Sie, wenn ich das richtig sehe, und sie hat wirklich so eine kleine Brille auf, die so halt so ein bisschen herrichtet, die ältere Menschen da, aber schaut dich so an und schaut so ein bisschen an die vorbei. Also sagen Sie, ist das die Person, die da hinter Ihnen so etwas abseits steht, ist sie mit Ihnen verwandt? Denn genauso eine strahlende Mähne wie Sie? Ja, selbst wenn ich es verneinen wollte, was ich natürlich nicht möchte, aber das lässt sich natürlich durch die Haare nicht leugnen. Das ist mein Bruder, ja. Ah, verstehe. Dann ist die Gnome da. Ja, sag, gute da. Ist es nicht so, dass das, diese Frisur, dieser Afro, war das nicht dieses eine Haus?
Sind wir vielleicht hier in der Nähe von einem Humbeldumbel, glaube ich, war der Name, nicht wahr? Ach, nicht nur gut aussehen, sondern auch hochgebildet. Sie schmeicheln mir. Am Nachbartisch. Am Nachbartisch. Hört man nur. Und glaub mir, das wird schlimmer. Dann hörst du die anderen Damen so. Mit adligem Gespröss, also sind wir sogar hier. Das heißt also, wenn wir also hier in der Nähe von einem der Humbeldummel sind, welche Humbeldummel sind sie denn dann? Mein Name ist, also mein, Entschuldigung. Das war ein komischer Name. Ja, mein Name, Entschuldigung. Der ist mir gar nicht bekannt von den Humbeltummels. Meine Wenigkeit ist bekannt unter dem Namen Levian Lucio Lodrig. Aber meine Dame, ist das nicht etwa einer der Prinzen, von dem wir gehört haben? Ja, doch, ich glaube schon. Sind Sie etwa der Prinz direkt? Schuldig wie angeklagt. Meine Dame, sind in der Anwesenheit des Prinzen. Bitte setzen Sie sich doch. Und dann steige ich elegant von meinem Ross ab. Natürlich. Und würde mich dazusetzen. Ja, bitte. Bedienstete? Können wir bitte etwas hier noch haben? Was wollen Sie? Wollen Sie gerne einen Kaffee haben? Oder etwas? Wollen vielleicht gleich einen kleinen Sekt vielleicht? Oder ähnliches? Ich würde ja mitkriegen, was mein Bruder da macht. Ja, du siehst und, ja, dein Bruder ist dahin. Der ist in der Seite geritten. Er ist da voll in seinem Element. Er ist da sehr, sehr super drin. Ne? Ich würde dann das Pferd nehmen und das beiseite bringen. Damit da nicht... Ja. Ne, ich will ihm den Raum und die Möglichkeit lassen... Damit ich nicht einmal 10 Minuten und kackt das Pferd. Ja, genau. Ja, genau das. Da eins dazwischendurch. Genau das. Ich will, ne? Deswegen halte ich mich auch im Hintergrund. Ich nehme das Pferd, zäune das da an und so und halte mich da ein bisschen im Hintergrund. Also, was ist ein Sekt, ein Kuchen, irgendetwas? Was wird denn so getrunken im Drachennest? Oh, wir haben hier wunderbaren Perlenwein haben wir natürlich ausgezeichnet. Ja, ansonsten haben wir natürlich, also wir trinken gerade noch etwas. Ich sag so, er trinkt das früh, aber bald kommt der erste Wein. Ich warme jetzt. Wollen Sie also vielleicht schon ein Weinchen, ein Sekt? Was wollen Sie zuerst? Ich trinke, was immer die Damen empfehlen. Na dann, bitte noch eine Flasche. Ja, bitte. Und seht ihr, wie auch so ein schicker Uniform. Ein jüngerer Mann ankommt und dann halt dir ein Glas bringt, eingießt und den Damen jeweils auch nochmal nachschenkt. Danke. Meine Damen, das ist schon die sechste, sind Sie sicher? Aber natürlich, wie können Sie es wagen, uns denn gehen zu reden? Was soll denn das? Einfach mit Ihnen. Also wirklich, das Personal, das ist schwierig heutzutage. Ja, das stimmt schon. Personal heutzutage, gutes Personal zu finden, das ist furchtbar, nicht wahr? Ja, also wirklich, ja, also ich habe auch furchtbare Schwierigkeiten, was das angeht. Nun gut, aber wollen Sie etwas anderes oder etwas zu essen vielleicht haben? Och, ich habe sehr gut gefrühstückt, dankeschön. Dann stoßen wir doch gemeinsam ein, nicht wahr, meine Damen? Auf den Prinzen, den guten Prinzen Humbeldumbel. Och, vielen Dank. Hört. Und trinken Salle. Ja, trinkst du, ist wirklich ein sehr, sehr guter Sekt, was du so trinkst. Hatte ich, seit ich von zu Hause weg bin, nicht mehr. Korrekt, das stimmt. Definitiv. Ja. Ja, ich würde dann ein bisschen mit denen quatschen und so versuchen herauszufinden, wer kommt denn da alles? Was gibt's für Gerüchte über die Leute? Ich würde versuchen, alles, was ich über den Ball, die Leute, die da hinkommen, also wer da hinkommt und so viel wie möglich über die Leute herauszufinden. Okay, ich sage jetzt schon, du bist damit dann halt stundenlang bei ihm beschäftigt. Ich würde gucken, wenn ich merke, das flacht so langsam ab, so vielleicht nach wann, das muss so 14 Uhr meintest du, ne? Naja, also mit dem, was der vorher alles gemacht hat, sagen wir es mal, ist jetzt 15 Uhr. Okay, dann würde ich, wenn wir so bei, zwischendurch würde ich nochmal meinen Bruder ranrufen und ihm dann auf... Das wäre halt die Frage, was macht denn dein Bruder eigentlich? Also du siehst halt, er ist in seinem vollen Element. Du stehst jetzt die ganze Zeit nur straff daneben und sagst nichts oder gehst du ja, also wenn, hin, wenn ich, sonst? Wenn ich merke, dass das Gespräch... dass einfach Flow da ist und das, ne, dann würde ich so ein bisschen zu meinem Bruder gucken und so ein bisschen einmal so machen, dass er kommt und würde ihm den Brief geben, damit er den Brief schon mal abgeben kann. Ja. Aber auch, ne, ohne was zu sagen, sondern einfach nur, weil ich will es ja, muss es ja hier ausnutzen, so dass ich bin der Prinz und deshalb, auch wenn ich es natürlich, und das weiß er ja, in echt niemals so machen würde, aber so ein bisschen so wie, ja, ohne groß was zu sagen, sondern ich gebe ihm das einfach nur, der weiß schon, was er damit zu tun hat. Das ist das übliche Spiel.
Ist ja auch einfach so. Er ist ja einfach steht ja einfach über mir. Ja. So. Also, alles gut. Ich weiß, was zu tun ist. Also, wir natürlich, wenn du näher rankommst und auf den Brief nimmst, würde sie. Will ihr Bruder sich nicht zu uns setzen? Ist er auch ein Prinz, oder nicht? Ja, er hat aber noch etwas, ein bisschen was zu tun. Eigentlich hatten wir noch was vor, aber natürlich, egal was ich für Pläne habe, für so eine reizende Gesellschaft, wirft man natürlich alle Pläne über Bord. Und der nächste. Oh, ich sehe, der Fisch ist nicht gut. Und ich sage nur, meine ja, Damen, ich muss mich entschuldigen, aber Sie sind ja in bester Gesellschaft. Ja, natürlich, natürlich. Einen schönen Tag Ihnen. Ja, Ihnen auch. Und das geht ja gar nicht anders. Dann soll ich eine feine Gesellschaft. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich würde so vielleicht so bis 18 Uhr, also drei Stunden, denke ich, würde ich schon da sitzen. Und dann würde ich mich irgendwann entschuldigen mit: Ich brauche ja jetzt unbedingt neue Kleider, weil ich habe gelernt, Grün und Silber ist dieses Jahr in. Und sowas ist natürlich nicht mal eben in 10 Minuten gemacht. Deshalb, wenn ich noch will, dass das fertig wird bis zum Ball, muss ich leider los. So in die Richtung, dass ich so grob nach 3 Stunden mich von denen loseisen kann. Sie würde natürlich auch dich versuchen, so ein bisschen auszufragen. Sie fragt, wie viel gibst du preis? Was erzählst du ihnen? Weil sie natürlich fragen, was machst du eigentlich hier? Die Abenteuerkette hast du nicht die ganze Zeit um. Die habe ich nicht um. Ja. Also dann würden sie dich halt fragen, was machst du eigentlich hier? Warum sind sie, sagen sie, das Glück einer so einer strahlenden Erscheinung eigentlich hier sitzen zu dürfen? Was im Prinzip den Macht alleine hier ganz, also dem Bruder noch, aber ohne irgendwie Entourage, also ohne irgendwelche Bediensteten oder Wachen oder sonst irgendetwas. Also natürlich, ich bin ja geübt im politischen Gerede, kann gut etwas sagen, ohne was zu sagen. Und warum ich hier bin, sowas in die Richtung wie, weil wenn ich irgendwann herrsche, dann möchte ich nicht einfach nur aus meinem Elfenbeinturm die Welt kennen, sondern man muss natürlich auch wissen, wie die Welt ist, wenn du über ein Land herrschst, dann musst du ja auch das Land kennen. Okay, ja. So in die Richtung. Dann würde es natürlich auch natürlich auf die Zeitung natürlich eingehen. Ne? Große Schlagzeile war ja halt, dass deine Stiefmutter und die Verhandlungen sind. Würde natürlich deswegen dich auch ausfragen. Was weißt du darüber? Was hat es mit den Verhandlungen auf sich? Was ist mit der Stiefmutter? Wie ist die eigentlich so? Ja, da würde ich auch typisches PR-Gelaber, so typisch, wenn Fußballer gefragt wird. Und was halten Sie von Ihrem Gegner? Ja, die machen eine super Arbeit. Und man muss natürlich immer aufpassen. Ne? Also man kann sich nie einfach nur zurücklehnen. So eine Antwort halt. Okay. Ich stelle mir also vor, der Ball. Warum? Ja, das wäre der hängt, ja. Okay, der hätte sein können, dass du schon irgendwas. Weiß ich, du weißt, das sind Klatschstanden, also wahrscheinlich das, was du ihnen erzählst, werden sie wahrscheinlich bald verbreiten, dass du irgendwas verbreiten möchtest, sonst irgendwie. Oh. Was ist von der Klatschstand oder irgendwie sowas, aber kommt nicht darauf, mein Gott. Gut, du überleg mal in der ganzen Ruhe, was macht in diesen 3 Stunden denn dein Bruder, Levent? Ich geh los. Und gut, das was du 3 Stunden schmeiße einen Briefball. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, denk doch drüber nach. Aber mach einfach. Was tust du? Spiel risikoreich, komm. Soll ich risikoreich machen, ja? Ja, mach einfach. Wir wollen die Welt retten, meine ich. Retten. also, ich hab den Brief und würde in die Botschaft gehen, um den Brief abzugeben. Okay, du gehst also dann alleine zur Botschaft. Ja, okay. Genau. Sagen wir, das Café war, seid ihr hochgeritten. Also seid ihr mit der Gondel gefahren oder seid ihr einfach durch die Stufen hochgeritten? Geritten. Es gibt ja auch Gondelfahrten, wo man mit dem Pferd hochfahren könnte. Ach so. Was? Zu teuer. Hat beim letzten Mal doch irgendwie ein Gold oder so gekostet. Ja. Ja, geritten. Okay, dann seid ihr Stufen hochgeritten. Dann sagen wir mal, du bist hier in so einem Eckcafé da irgendwie. Du bist ja bei der Botschaft hier. Hey, halt, andersrum. Entschuldigung. Aber warum kann ich meinen eigenen Token nicht mehr ziehen? Diskriminierung?
Ich glaube, hier ist das gar nicht freigeschaltet. Ja, okay, ist okay. Stimmt, ist nicht freigeschaltet hier. Ah, jetzt. So, immer für jedes einzelne Ding muss man das ja extra freischalten. Irgendwie. Ah, jetzt, ja. Nee, das reicht schon so. Den Rest brauchst du nicht freischalten. Die haben keinen freien Willen. Also, du kommst zu der Botschaft. Ja. Wie gesagt, du hast dieses weiße Gebäude mit den güldenen Lettern und den güldenen Accents, die halt überall sind. Und kommst zu der Tür? Endlich wieder Architektur, die einem vertraut ist. Nun. Auf der Tür zu, wo drin stand, Botschaft von Aurea. Und gehst hinein. Und innen drin, ja, du siehst halt sofort, an den Wänden sind Pranger halt die Flagge von Aurea. Das güldene Schaf, stolz auf einen Hügel mit, wie auch immer ihr euch euer eigene Symbol vorstellt, eure eigene Flagge. Korrekt. Etwas dort dahinter, da mehrmals drunter, der Hirte aus der Geschichte. Der ist dort auch noch zu sehen. Natürlich schön und Gold mit blauem Hintergrund, würde ich mal vermuten. Diese dort, du siehst ansonsten, direkt vor dir hast du so einen Eingangsbereich, du siehst, dass halt noch Gänge im Erdgeschoss abgehen und eine Treppe nach oben noch führt. Und direkt vor dir hast du halt so einen kleinen Empfangstresen, wo ein ja, etwas älterer Drachengeborener dort sitzt, auch in, so mit blauer Uniform und schaut dann auf. Herzlich willkommen in der Botschaft Aureas, wie kann ich weiterhelfen? Silver dich sehr verdutzt anschaut, leicht große Augen bekommt. Geht es Ihnen gut? Verzeihung, sind Sie. Geht es Ihnen gut? Haare, die. Sind Sie. Geht das alles in Ordnung? Geht es Ihnen gut? Sprechen Sie mit. Verzeihen Sie? Oh Gott, meine Manieren. Ich habe nicht mit solch einem Besuch gerechnet. Verzeihen Sie, er steht auf und verbeugt sich kurz vor ihm. Herr Humbeldumbel, natürlich, Prinz Levent, oder? Ja, Levent ist richtig, das Prinz, Sie wissen, Sie haben echt keine Manieren gelernt, sagt nicht mal eure Hoheit. Ja, naja, ich bin ja kein Prinz. Doch, aber trotzdem, Hoheit bist du trotzdem, ich bin heilige Hoheit. Holy nein. Shit. Nee, holy. Holy Sheep. Holy also, Sheep. Er steht halt auf, er verbeugt sich vor dir das hier ist so, man sucht sie ja bereits. Also ist ja fantastisch, dass sie hier sind. Inwiefern? Das ist nun mir gar nicht zu Ohren gekommen. Ist irgendwas bei den Informationen schief? Erzählen Sie bitte. Was ist bitte los? Kommen Sie bitte mit, natürlich, dass Sie sich setzen können. Und ja, danke. Ja, bitte, kommen Sie mit, folgen Sie. Ja, natürlich, ich komme. Oder würde er mit dir halt die Treppe nach oben gehen? Ja. Wir würden halt, Wir sind ja ganz aufgelöst. Also, legt er nicht jeden Tag den Prinzen seines Reiches? Also, ja, das verstehe ich. Ich bin dann nur der Empfang unten dort. Und sie machen eine wunderbare Arbeit für dieses für unser Reich. Danke schon dieses Kompliment. Bitte, kommst du noch rein. Ja, danke. Ja, und kommst in so einen Raum und du siehst halt in den Raum, hast halt viele auch so Gemälde, die halt aus eurem Königreich sind. Du siehst halt so verschiedene, von der Hauptstadt siehst du ein Gemälde, was du auch so kennst von unbekannten Künstlern aus eurem Reich. Du siehst ein Gemälde von den saftigen grünen Weiden aus eurem Reich, wo die Schafe drauf grasen. Natürlich auch ein Bild von einem güldenen Schaf, ganz präsent im Zentrum, wo ein kleiner Altar auch aufgebaut ist. Man fühlt sich gleich wie zu Hause. Wunderschön. Gold ist die Hauptfarbe. Natürlich auch feinste Schafswolle, die hier überverwendet worden ist, für so Polster natürlich auch. Also es ist wirklich so typisch, wie es halt in eurer Heimat so ist. Ja. Bitte setzen Sie, bitte. Kann ich was zu trinken anbieten oder was zu essen? Oder? Nein, danke, alles gut, was mich interessiert. Soll ich den Botschafter holen? Warten Sie erstmal kurz, machen Sie erstmal ganz ruhig. Ja. Ja? Sie hatten eben gesagt, Sie wirkten etwas verwirrt, mich hier zu sehen. Was hat es auf sich? Ich werde gesucht. Ihr Vater sucht Sie und Ihren Bruder natürlich. Sie sind ja einfach, soweit wie wir es als Nachricht erhalten haben, sind Sie ja anscheinend mitten in der Nacht davongeritten. Es wurde uns mitgeteilt, also ich
sage das auch jetzt nur so, wie mir das zugeteilt wurde. Nein, alles, das ist nicht alles, meine persönliche Meinung. Nein, alles gut, alles gut. Ich sprechen Sie frei zu mir. Das ist ja hinter jeder, das ist ja wichtig auch. Ich verstehe, dass das eine öffentliche Meinung ist, die Sie jetzt hier wiedergeben und nicht Ihre persönliche. Der verbindet sich mehrmals vor dir. Ja, natürlich, kein Problem. Also, so wie wir es gehört haben, ich kann auch die Botschaft holen. Jedenfalls, dass Sie anscheinend vielleicht wie Ihr Vater dachte, vielleicht nicht so 100% einverstanden über die Ehe, die Heirat, die Hochzeit mit ihrer Stiefmutter, Lady Miss Hummeldumbel, waren, sind und deswegen anscheinend vielleicht geflüchtet sind. Geflüchtet oder der Hochzeit. Noch vor der Hochzeit. Kein also blonder Afro und nennt sich Hummeldumbel. Und sie sind anscheinend sie sind ja kurz vor der Hochzeit auf einmal mitten in der Nacht verschwunden und es wurde dann jetzt schon ausgerufen, sie zu finden und der Vater war auch sehr bestürzt darüber, so wie ich es gehört habe, dass sie bei der Hochzeit nicht anwesend waren. Schließlich vermisst er sie schrecklich und wir sollten sie bereits auch suchen. Also wir haben die Nachricht bekommen, dass man sie finden soll, dass sie vermisst werden und dass ihr Vater unbedingt natürlich auch mit ihnen reden möchte und diese Information. Auch ihre Stiefmutter natürlich macht sich auch furchtbare Sorgen um sie und möchte ja, mit ihnen reden. Die Stiefmutter, unsere Stiefmutter ist ja auf dem Weg hierher, soweit richtig, ich weiß. Ja, das ist korrekt, natürlich. Das ist korrekt, ja. Und ich bin etwas verwirrt über diese Informationen, die sie mir hier gerade vortragen. Das ist mir alles ganz neu. Nun, da muss irgendwas gewaltig. Warum sind wir geflüchtet? Also, was heißt denn geflüchtet? Wir sind auf eine ganz normale. Also, ich. Nun, entschuldigen Sie, dass ich jetzt nicht meine, aber geflüchtet sind wir sicherlich nicht. Aber scheinbar gibt es da Probleme mit den Informationen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ich werde mich. Ich hole gleich den Botschafter und dann können Sie mit ihm reden und so weiter. Bitte warten Sie einen Moment. Ja. Verbeugt sich so mehrmals nochmal vor dir und geht in den Raum raus. Und es dauert so nicht mal 5 Minuten. Öffnet sich die Tür und ein wirklich sehr, sehr schick gekleideter Mann, auch so Anfang 50, würdest du schätzen, betritt den Raum. Wirklich hat eine blau-güldene, eigentlich fast schon so eine lange Robe an. Sehr, sehr vornehm, sehr, sehr schick. Die Haare sind auch sehr, sehr schick gestylt. Also ganz leicht angehoben, dass vielleicht so eine Art hummeldummischen Afro andeuten soll, so nach dem Motto. Ja, das ist bekannt. Nein, es ist bekannt. Diese Mode hält sich schon seit Jahren. Korrekt, das heißt nach den Genen sozusagen, nach dem Hause Hummeldummel. Nach den Genen. hat also auch einen sauber geschnittenen Bart und kommt dann rein und schaut sich gleich um und scheint auch selber ein bisschen erstaunt zu sein, dich zu sehen. Ach, mein guter Levent! Herr Hummeldumbel! Ja, es ist ja fantastisch, Sie zu sehen! Das sagen heute alle und ich verstehe überhaupt nicht diese Begeisterung. Und er verbeugt sich auch kurz vor dir und will auch seine Hand reichen. Es ist eine Freude, Sie endlich aber persönlich auch wirklich kennenzulernen. Mein Name ist natürlich gelogen. Er versteht, warum die Leute sich freuen, ihn zu sehen. Das hat mich auch gerade irritiert. Wie kann es für ihn? So. Tja, meine Bescheidenheit kennt halt keine Grenzen. Wirklich, ja. mein Name ist Sigrid Glutz. Gesundheit. Ich bin der. Sigrid Krutz? Sigrid Glutz. Segrin? S-E-G-R-I-N. Segrin. Ja? Glutz. Glutz. G-L-U-D-Z. Glutz. Na, das weiß ich doch. Ich weiß doch, wer mein Botschafter ist. Herr Glutz. Ich kenne Sie doch natürlich. Also, er reicht auf die Hand, wie gesagt. Ja, guten Tag. Schön, dass ich mit Ihnen persönlich sprechen kann. Ihr Vater wird sehr, sehr erfreut sein, zu erfahren, dass Sie endlich sicher wieder bei uns sind. Also waren sie ja wirklich vermisst. Niemand wusste, wo sie sind. Mich verwundert das Ganze sehr. Aber ja, ich habe auch schon gehört.
Ihr Vater hat mir persönlich gesagt, dass Sie kurz vor der Hochzeit einfach verschwunden sind mit Ihrem Bruder. Ist Ihr Bruder in Ordnung? Wo ist Ihr Bruder? Mein Bruder ist bester Gesundheit. Der, Er wurde von Aschka als Geisel genommen. Der führt ihn, nee, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Wir haben gesagt, wir gehen ganz normal offen damit um. Ach, das wäre eigentlich, das wäre natürlich eigentlich auch so ein Plan gewesen, ne? Sich opfern, um zu sagen, Aschka hat ihn umgebracht, dann gäbe es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als wenn der Thronfolger umgebracht worden wäre. Was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist, genau. Na, dem geht es gut. Der, Wo ist der? Wo befindet er sich? Er ist hier auf dem Vergnügungsviertel. Also Vergnügungsviertel. Er schaut sich, also nicht Vergnügungsviertel in dem Sinne, sondern mit Kuchen und Kaffee. Was denken Sie denn? Ach so, Verzeihung, ich wollte... Was für ein Vergnügungsviertel kennt ihr denn? Natürlich jedes Viertel, in dem Levi sich befindet, zum Vergnügungsviertel. Genau, korrekt. Verzeihen Sie, ich hatte kurz etwas anderes gedacht. Verzeihen Sie natürlich. Das müssen Sie mir genauer erklären. Das möchte ich lieber nicht. Nein, ach, ist das so. Nun denn, fahren Sie fort. Nein, Ihr Vater hat allen Botschaft natürlich uns Bescheid gegeben, dass halt Sie vermisst sind, dass Sie halt kurz vor der Hochzeit in der Nacht einfach verschwunden sind. Ja, das war leider notwendig. Aber warum? Das werde ich mit meinem, entschuldigen Sie, das ist leider familienintern, das werde ich mit meinem Vater selber besprechen. Natürlich. Das verstehen Sie sicherlich. Ja, natürlich. Das ist ihr aber mich verwundert, dass das aber... Es ist schön zu hören, dass er sich Sorgen macht, aber auch wenn es mich verwundert, dass er sich so Sorgen macht. Und ihre Stiefmutter ja auch. Die hat sich ja auch Sorgen gemacht. Ja, das verwundert mich noch mehr. Dass sie war doch halt nicht auf der Hochzeit war. Ja, sie war so besorgt und hatte uns extra ein schönes Plätzchen bereitgestellt. Mich wundert, dass sie sich dann noch mehr sorgt. Ja, das ist sehr alles... Sie hat ein Plätzchen für sie bereitgestellt? Naja, sie wollte doch, dass wir umsorgt sind und dass es uns gut geht. Deswegen wundert es mich, dass sie jetzt auf einmal so... Ein Plätzchen, sie weiß, was für Schleckermäulchen wir sind. Na, meinen Sie nicht, dass unsere Stiefmutter sich um uns kümmert, oder wie? Nein, natürlich. Na, ja, deswegen wundere ich mich, dass irgendwo muss es einen... Aber waren sie die ganze Zeit? Ein Glück hat Niklas keine Macht. Der würde sowas andauernd machen und hätte da richtig Spaß dran, dass die Leute die ganze Zeit Angst haben, dass sie was Falsches sagen und dann sagen sie genau das, was erwartet wird. Und er sagt, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn dazu, sowas zu sagen? Aber so habe ich das doch... Der fände das so gut. Hä? Ich... Ja, du. Ich als Spieler? Du als Mensch. Oha, okay. Du als Mensch, du fändest das super, wenn du Leute die ganze Zeit so fertig machen könntest. Wir reden jetzt nicht über mich, wir reden über Levent. Also. Bitte fahren Sie fort, ich war kurz abgelenkt. Ein innerer Dialog. Ich hatte Sie gefragt, wo Sie waren. Also wo sind Sie untergekommen? Haben Sie eine Bleibe hier? Ja, natürlich. Ich lebe nicht unter einer Brücke, sonst wäre ich schon längst zu Ihnen gekommen, wenn es mir schlecht... Warum sollte es mir schlecht gehen? Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. Scheinbar sind die Informationen verloren gegangen. Wie kann ich denn am besten mit meinem Vater in Verbindung treten? Wir können versuchen, eine Nachricht an ihn zu schicken. Eine Nachricht? Ein Brief? Zum Beispiel ein Kurier. Wir können natürlich auch gerne versuchen, eine magische Botschaft direkt einzuschicken. Die ist halt nur auf 25 Wörter begrenzt. Aber wir könnten natürlich eine Nachricht an ihn schicken. Was ist denn mit den Kommunikationsmagiern? Die, das meine ich doch. Ja, aber entwickeln die sich nicht irgendwann mal weiter? Meine Information war bisher nicht. Hat die Botschaft denn keine Transportschafe? Das stell ich mir vor, du gehst zu Hause los, der aktuellste Stand der Technik ist per Morse, ne, schicken Nachrichten. Dann bist du 4 Wochen unterwegs, kommst zurück und sagst, ich würde gerne Nachrichten schicken, also per Morse. Wie, entwickeln wir uns da etwa nicht weiter? Ich bin enttäuscht in die Menschheit. Meine Enttäuschung ist endlos und mein Tag ist ruiniert. Also sollen wir eine magische Nachricht ihm schicken, ihrem Vater? Ja, gibt es die Möglichkeit, die magische Nachricht direkt dann, die Antwort direkt zu mir zukommen zu lassen?
Das tut mir leid. Also soweit ich weiß, funktioniert Magie so, derjenige, der die Nachricht abschickt, kriegt auch die Antwort und kann sie ihm dann halt direkt vermitteln. Aber Gut. Wir haben die besten Kommunikationsbeine natürlich, die wir 100% vertrauen. Okay, dann würde ich gern die gesicherte Verbindung nutzen direkt zum König. Die privat unabhörbare, sichere. Also du meinst die magische? Wenn das die sicherste Verbindung ist, dann ist das, die ich nutzen will. Naja, sonst, also das wird die schnellste. Ansonsten hätten wir halt nur einen 100% loyalen Kurier, der diese Nachricht direkt an ihren Vater überbringt. Ja, dann nehmen wir den. Die Nachricht von ihrem Vater wie an sie überbringt. Dann nehmen wir den. Das dauert halt dann einige Wochen. Ja, was soll ich denn machen? Dann soll er mir den Brief schicken oder ich ihm. Es geht hier um interner, wichtige, okay. Reich interner Sachen. Die können wir ja nicht einfach so hinausposaunen. Wenn ich war hier noch nie, ich weiß nicht, wie ihre Leute sind und dafür sind sie ja da, um mir zu sagen, was der sicherste Weg ist. Und wenn sie mir raten, der sicherste Weg ist der Brief, dann möge es länger dauern. Es gibt ja keine anderen Möglichkeiten. Ich dachte nur, sie wollen vielleicht eine direkte, schnelle Kommunikation zu ihrem Vater haben. Das wäre die magische Nachricht. Und die magische Nachricht kann natürlich auch nicht abgefangen, aber abgehört werden. Ja, aber der Magier dazwischen, wie vertrauenswürdig ist der? Zu 100% vertrauenswürdig. Zu 100% vertrauenswürdig, dafür stehen sie mit ihrem Leben ein. Korrekt. Na, dann benutzen wir den. In Ordnung. Warten Sie bitte einen kurzen Moment. Ich werde ihn sofort holen. Ja. Dann kommt er gleich mit dem Magier wieder rein. Levi steht da, hat ein Messer schon ausgebreitet. Mit ihrem Leben, sagten sie. Er öffnet kurz die Tür und scheint dem Empfangsperson, die du unten begegnet hast, kurz etwas zu sagen, bevor die Tür wieder schließt. Der Magier ist sofort natürlich unterwegs. Keine Sorge. Kann ich ansonsten irgendwie schon behilflich sein mit irgendetwas? Oder? Ja, diesen Brief bitte. mit dem direkten Kurier. Mit, ja, die Briefe. Das ist ein ganz normaler Brief, der abgeschickt werden soll. Es steht alles drauf. An wen? Okay, an wen ist denn der Brief? An deinen Vater oder an wen ist das? Nein, das war an die Magd. Das war der Brief, der Levi geschrieben hatte. Genau. Ach so, jetzt weiß ich, okay. An die Magd. An die Magd? Deswegen bin ich gerade verwirrt. Ah ja, war das nicht die Magd, die uns großgezogen hat? Die quasi ihre Ziehmutter war. Die Ziehmutter. Katharina? Ich weiß nicht, wegen Katharina war ich gerade verwirrt. Weißt du, so, jetzt. Achso, nee, Entschuldigung, an unsere Ziehmutter. Der geheimen Nachricht. Deswegen. Genau. An die Magd. An die Ziehmutter. Katharina steht da einfach so und denkt sich, hä? Genau. Okay, an die Ziehmutter, alles klar, ja. Natürlich, wir werden alles natürlich in Wege leiten. Ich werde das sofort weiterbringen. Brauchen Sie sonst noch irgendetwas oder kann ich Ihnen sonst irgendwie behilflich sein? Nein, Sie waren mir schon sehr behilflich. Ich werde nachher nochmal, obwohl, wir könnten das eigentlich auch schon jetzt gleich klären, da ich warten muss. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt hier, die Botschaft hat ja auch immer gewisse finanzielle Mittel, die vom Königreich bereitgestellt sind, damit wir zum Beispiel uns für den kommenden Ball, der ja, auf den ich natürlich und mein Bruder natürlich auch gehen werden, uns Gebühren einkleiden können, etc. pp. Ja, das ist korrekt, ja. Sie wollen... Da gibt es Möglichkeiten. Sie haben... Die Reisekasse. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben das. Wir haben das. Ja. Aber es tut mir leid, das sagen zu müssen, das kann ich Ihnen nicht geben. Das ist ja gerade meine Frage. Auch wie können wir darauf zugreifen? Nur durch Ihren Vater. Der nicht mitkommt. Korrekt. Sie wollen mir sagen, der zukünftige König. Wir haben von Ihrem Vater die Botschaft bekommen, dass das Geld nur an ihn oder ihre Stiefmutter direkt rausgegeben werden kann oder nur nach Abfrage mit einer dieser beiden Personen. Ja, das ist ja kein Problem. So, ich werde gleich mit ihm quatschen, dann werde ich das mit ihm regeln. Sehr wohl, sehr wohl. Wie lange dauert das nochmal, diese Nachricht hin und her zu schicken? Das ist sofort. Es ist sofort. Man muss sich vorstellen, es ist eine. Also die Nachricht ist leider nur begrenzt auf 25 Wörter. Ja. Aber die Nachricht ist de facto direkt in den Kopf der Person, die man ja, perfekt. Schicken möchte, direkt reingesendet. Ja, super. Und die Person kann dann mit 25 Wörtern auch einmal direkt antworten. Aber das war's dann auch. Ja. Es hat eine 25 Wörter Nachricht
sonst muss es jedes Mal ein neuer Zauberspruch sein, den man immer wieder wirkt. Unser Magier kann dies, weil ich informiert bin, bis zu 4-mal einsetzen. Am Tag. Ja, und dann haben wir natürlich Ersatzmagier. Wir müssten dann einen zweiten Magier noch holen, wenn Sie so eine lange Kommunikation führen wollen, ja. Das kommt drauf an. Das kommt auf Sie drauf an. Okay, natürlich. Solange Sie mit Ihrem Leben dafür einstehen, ist das vollkommen okay. Natürlich. Ja. Nun, dann, ich werde aber schauen. Aber man muss sagen, Respekt, dass er beide Male gesagt hat, natürlich. Ohne Zögern. Ja, absolut. Pluspunkte. Dafür sagen wir auch nichts Negatives dafür, dass er versucht, unseren Haarstyle zu kopieren. Ja. Außerdem, eine wunderschöne Frisur haben Sie da. Und Dankeschön, Dankeschön. Natürlich würde es niemals in Ihre glorreichen Haarpracht heranreichen, aber ich versuche so ein bisschen den Stil nachzueifern. Ja. Sie vertreten sich auch das Haus Humbledum. Ja, es ist ihm wunderbar gelungen. Danke, danke. An eurem lockeren Umgang, damit sollte sich Lilly aus Supers mal ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel. Nun gut, ich werde schauen, dass vielleicht gleich noch ein zweiter Magier kommt. Dann lasse ich Sie kurz hier alleine, in Ordnung? Oder braucht Sie noch irgendetwas? Sollen Sie noch Verpflegung holen, sonst irgendetwas? Nein, alles klar. Aber sagen Sie mir kurz, unsere Stiefmutter, die ist noch nicht angekommen, oder? Die braucht noch ein paar Tage, gehe ich von aus. Weil das war so meine letzte Information. Ja, ja, das ist wunderbar. Vielen Dank. Nun, dann sage ich Sie kurz, bis gleich. Und dann würde er einmal rausgehen und du bist alleine in den Raum. Es wird auch mal schön sein, dass er mal wieder an einem Ort ist, wo die Leute sich so verhalten, wie er es gewöhnt ist. Nämlich, ja, jawohl, mein Herr, ja, mein Lord, jawohl. Endlich wissen die Leute wieder, was ich gehört. Ich sitze da und würde aber wie heißt denn das? Diese unsichtbare Waffe, dieser Dolch, den kann ich ja unsichtbar machen. Ja. Den würde ich quasi unsichtbar, griffbereit irgendwo haben. Logischer. Also nicht, dass ich erst graben muss. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich. Nein, du kannst den Dolch kannst einfach beschwören, also aus dem Nichts. Ach so, der braucht. Hand. Okay. Ja, gut. Ach so war das. Ich nicht, dass der unsichtbar ist. Ja, okay, verstehe. Ich habe gerade einen Gedanken. Genau, der ist nicht an sich unsichtbar. Ja, du kannst ihn einfach mit Fingerschnipsen sozusagen einfach direkt in deine Hand beschwören. Easy, okay. So. Aber den unsichtbaren Diener kannst du beschwören. Ja, das stimmt. Den könntest du beschwören, korrekt. Das ist richtig. Ja. Ich würde einfach meine Lautbar offen halten und. Kann ja auch sein, dass die Stiefmutter irgendwelche Leute geschmiert hat, die irgendwas passiert oder sowas. Deswegen bin ich auf Achtung. Also gehst du jetzt aus dem Raum raus? Nein. Ich bleib da drinnen. Aber ich bin aufmerksam, das will ich nur sagen. Dann machen wir einen Wahrnehmungswurf. Ah, sehr schön. Jawohl, komm mal. Oh, scheiße. Mann, wie unlucky. Aber ich nehme die 19. Okay. So, dann muss ich nochmal kurz gucken. Also, Aufmerksamkeit war das, ne? Nee. Wahrnehmung ist das. Wahrnehmung ist das, ja. Nee, alles gut. Das ist dann eine 19, weil ich habe Weisheit 0. Okay, eine 19. Ja, du spitzt die Ohren, lehnst dich ein bisschen zurück. Und du genießt es wirklich so ein bisschen, während du dich so umschaust, dass halt endlich wieder so ein bisschen Heimat irgendwie bei dir ist. Was war das gerade? Ich hab nichts gehört. Die brauchen ja nicht spitzen, die sind schon spitz. Das ist richtig. So. Ja, dann sitzt du da. Lauscht so ein bisschen. Du hörst so ein paar Leute, die sich auf und ab bewegen auf jeden Fall. Mhm. An Zimmer vorbeilaufen. Irgendwann geht die Treppe runter. Die Treppe wieder rauf. Noch mehr Personen die Treppe rauf. Es scheinen einige Leute auf jeden Fall mit dabei. Ich guck mal meine Zauberliste nochmal gerade durch. Nur um sicher zu gehen. Du glaubst, einige Leute auf jeden Fall auch mit einer Reden zu hören. Mhm. Du versuchst ein bisschen zu lauschen, was sie denn sagen. Mhm. So richtig, während du da sitzt, also kannst du nicht so richtig hören, was erzählt. Also das Zimmer scheint wirklich so konzentriert zu sein, dass auch noch nicht einfach so einfach gelauscht werden kann von außen. Ah, okay. Ja. Deswegen hast du nur so ganz gedämpft irgendwas.
Du hast wieder mehr Fußtritte. Wieder mehr Leute, die anscheinend wieder runtergehen. Und du wartest. Ne? Du wartest. Scheiße, mein. Ja, nee. Was sich so ein bisschen wundert, ist, dass es mittlerweile schon jetzt gut 10 Minuten sind, die du hier wartest. Ich hasse meine Arroganz. Ja. Du wartest. Du wartest. Du hast weitere Fuß, dass irgendwelche Leute Treppe hoch und runter gehen. Ich mach mal die Tür auf. Geh mal hin zur Tür. Okay. Und mach du die gehst Tür zur Tür auf. Hin. Willst du die Tür aufmachen? Sie ist verschlossen. Was ist das? Erzähl mir bitte mal über den Raum. Was sehe ich? Bin ich... Du siehst dich nochmal in diesen Raum. Du siehst halt, wie gesagt, über diese einzelnen Gemälde von verschiedenen Szenen aus deiner Heimat. Vielleicht auch irgendwelche Szenen aus irgendwelchen Geschichten, Legenden von eurer Familie vielleicht auch. Du siehst auch durchaus irgendwo auch ein Bild hängen von deinem Vater auch. Und auch von dir und deinem Bruder, wie er da zusammensteht, so ein Familienporträt, was so auch hängt. Mehrere Banner, die an den Wänden hängen, einen größeren Schreibtisch, ansonsten halt dort, wo du gerade gesessen hast, eine sehr, sehr bequeme Couch mit zwei Sesseln noch dran und einen sehr, sehr fein gearbeiteten Tisch. Du siehst, dass der Raum zwei große Fenster hat, wo das Licht hineinscheint, die gut gearbeitet sind und man kann auch durch das Glas nicht so richtig durchgucken, es ist halt mehr so wie so Bullaugen, also ist so ein ganz bestimmtes Glas, was irgendwie so ist, so, dass sich so leicht nach außen geformt ist. Irgendwie. Okay, und da kann ich aber nicht rausgucken, oder was? Weil es so verformt ist? Das Licht kommt rein, aber du kannst halt nicht wirklich rausgucken, ja, okay. Richtig. Ansonsten hast du noch einen Kamin, der hier ist, ein sehr, sehr schöner, großer Kamin, wo auch ein kleines Feuerchen brennt, so es angenehm warm hier im Raum ist. Und ja, wie gesagt, großer Schreibtisch, mehrere Schränke, einige Bücher mit, einige Bücherregale, meine ich, mit vollgestellten Büchern. Ein Globus von eurer Welt steht auch hier. Das ist das, was du so in diesem Raum siehst. Und nur diese eine Tür, die einen da draußen führen sollte, aber abgeschlossen ist. Dann würde ich, Zaubertrick kann man endlos, kann ich endlos führen? Ja, Zaubertrick kannst du endlos. Ja, okay, dann würde ich Magie entdecken mal einsetzen. Okay, Magie entdecken setzt du ein. Jetzt direkt hier im Raum. Ist jetzt nicht die Tür? Magisch. Also ich würde die Tür mir angucken. Die Tür an sich ist nicht magisch, nein. Okay, ich würde meinen Stock nehmen und klopfen an die Tür. Okay, bum, bum, bum. Du hörst so ganz dämpf, wie so einige Personen sich draußen bewegen. Verzeiht, es dauert noch etwas länger. Hast du eine, die noch unbekannte Stimme dir zurufen? Das ist okay, dass es länger dauert, aber sind Sie sich bewusst, wen Sie hier gerade einsperren? Keine Antwort. Ich gebe Ihnen, ich bin gütig, 3 Minuten Zeit, ganz genau nachzudenken. Keine Antwort. Ja, okay, ist okay. Möchtest du versuchen, auf einschüchtern zu wirken? Ja, wenn ich machen wir mal einen Schüchter mit. Was haben wir denn hier? Wäre allerdings mit Nachteil, dadurch, dass du die Person nicht sehen kannst und du eingesperrt bist. Boah, okay. Einschüchtern. Ja, gut, wir probieren's. Wir schauen mal, was passiert. Eine 12. Was heißt Nachteil? Nochmal würfeln? Nochmal würfeln den W20. Und den schlechteren, ne? Ja. Eine 3. Okay. Ja, das gibt dann mit Einschüchtern eine 6. Einschüchtern plus 3. Es kam keine Reaktion von Ihnen. Ja, okay. Kann ich ihn... ich muss da den Zauber gucken. Oh, no momento. Was ist der... Was ist da die Voraussetzung? Ich gucke ich gerade mal. Wirkungsdauer, Reichweite 9 Meter. Sie können die Bedingungen angeben. Das Ziel muss... Ich überlege gerade wegen Vorschlag, was für möglich...
Geschwindigkeiten gibt. Die Anforderung, ob der mich hören muss nur oder ob, der, ob ich ihn sehen muss. Wissen, die vorgeschaltet vorgehen können in der Dauer. Sie können die Bedingungen andauern, wer ich hätte. Die Auflösung kann zum Beispiel. Ja. Welchen Stock bin ich? Also ich habe jetzt nicht gelesen, ich lasse das jetzt einfach mal so. In welchem Stockwerk bin ich? Ich bin eins hochgegangen, ne? Im ersten? Ja. Im ersten? Erste Etage. Okay. Ich würde mich einfach wieder hinsetzen. Ich hasse... Warte, ich überlege. Ich würfel. Nee, ich setze mich hin. Das ist... Wir sind international vertreten. Ja, ich war auch hochgewürfelt. Ja, meine Arroganz liegt einfach. Okay, das passt schon. Wir sind eh... ich setze mich einfach wieder hin. Mit dem Stock und warte. Okay, du wartest. Du hättest ihn übrigens auch sehen müssen. Habe ich gerade nochmal. Ah, okay, ja, perfekt. Okay, du wartest dort. Das Spiel spiele ich mit. Du bist auch gut 10 Minuten bist du noch dort alleine. Und dann hörst du sehr schwere Schritte von draußen, die Treppe hochkommen. Die würden vor der Tür stehen bleiben. Schwiegermutter. Sie sind weißen Behemoth oder so. Was muss ich dir jetzt rufen? Geliebte Stiefmutter, bist du's? Ja. Das erste, was ich mache, sobald ich mitkriege, dass was passiert an der Tür, würde ich einmal provisorisch Klingenband auf mich einsetzen. Das ist einfach ein Schutz, der auf mich wirkt. Also das ist ein Zaubertrick. Ne? Okay, ja. Das, weil wir hatten schon häufiger mal, die Runde hat schon begonnen und sowas. Deswegen will ich das vorher sagen. Okay, machst du. Ja, okay. Ja, geht das? Eine Runde. Okay. Also 6 Sekunden. Ja, also, ne? Ich will es nur so formulieren, dass es bevor die Runde startet, dass das schon gemacht worden ist. Das war mir nur wichtig. Verstehe. Also, du hörst diese schweren Schritte. Bleiben vor der Tür stehen. Du hörst, wie Schlüssel in das Schloss von der Tür fallen und deine Tür aufgeschlossen wird. Die Tür geht auf und du siehst, dass ein sehr großgewachsener, wirklich schon hühnhafter Drachenbewohner reinkommt, mit komplett schwarzen Schuppen. Und du kennst diesen Drachengeborenen. Ich kenne die Drachengeborenen? Das ist der Drachengeborene von deiner Stiefmutter, der Begleiter. Oh! Zero-Kick. Der damals den Auftrag von deiner Zero-Kick. Der kann nur schlagen? So wie bei Kikli und Nocturne. Oh. Ich will den Zero-Kick. So ein Kleid hat so eine Oberarme, aber so eine Beine. Zero-Kick. Er kann nicht treten, weil seine Beine sind so dünn. Ein Bein kann sein Gewicht nicht halten. Wenn er treten will, muss er sich jetzt hinsetzen und dann beide Beine nach vorne strecken und... Zero-Kick steht jedenfalls vor dir. Okay, ich muss einen Namen ausdenken, das gibt's einfach nicht, ey. Scheißegal, was für ein Name ich verwende, ihr findet immer irgendwas. Da bist du aber selber schuld an dem Namen. Zero-Kick. Da hab ich überhaupt nicht gedacht, ey. Der Name Z-I-R-O-K-I-G-G geschrieben. Man muss nicht nur deine Beine angucken, dann ist mir schon klar, warum das so lange gedauert hat, willst du hier vor mir stehst. Ja, echt, Steven, diese Namen, die du dir ausdenkst. Okay. Ja, Zero Kick. Steven, was für lächerliche Namen. Was? Oha. Ein Blitz fährt auf einmal in Levi rein. Halt, goldenen Glanze. Und er ist tot. So. Drachengeborene kommt näher auf dich zu und hat ein breites Grinsen. Sicht. Arrogant wie schließ die Tür. Und die Tür wird hinter ihm geschlossen. Du bist allein mit ihm. Er ist halt wirklich nochmal zu beschreiben. Er ist gut 2,20 Meter groß, ist wirklich sehr, sehr breit gebaut, hat eine sehr dicke, schwarze Plattenrüstung an. Seine schwarzen Drachenschuppen glänzen leicht in dem Licht, was noch von durch die Fensterscheiben reinkommt. Er hat ein großes Schwert, das an der Hüfte befestigt ist, einen langen Umhang um und
Du siehst halt seinen Kopf, dass seine Hörner halt so direkt nach hinten weggehen. Und er von oben herab dich halt anstarrt. Tja, ihr Wer seid also der Magier. Furchtbare Sorgen. Ja, ja. Der mir vorbeigebracht werden soll. Da wird Klutz leider sein Leben verlieren, wenn er es in deine Hände gelegt hat. Weil vertrauenswürdig bist du sicherlich nicht. Oh, aber ich bin immer sehr vertrauenswürdig. Oh. Ihr habt mir nun ja eine Chance gegeben, du ja, und dein Bruder. Naja, warum keine Chance? Die Chance war da, ihr habt nur versagt, den Befehl auszuführen. Noch einmal wird mir das nicht passieren. Euer Vater sorgt sich so sehr um euch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass ihr endlich wieder da seid. Und euer Bruder anscheinend auch ganz in der Nähe. Und ich bin sicher, es wird wunderbar sein, wenn ihr wieder zurück in der Heimat seid. Natürlich wird das wunderbar sein, wenn wir wieder in der Heimat sind. Weil wenn wir wieder in der Heimat sind, wird das ganze Missverständnis, diesen ganzen Hochmut, der unserer Mutter geklärt sein. Selbstverständlich. Darum kommt ihr doch bestimmt auch freiwillig und ohne irgendeinen Laut oder eine Gegenwehr mit mir, nicht wahr? Wohin? In die Heimat. Ach, in die Heimat. Wie habt ihr euch das vorgestellt? So. Na, ja, da müsst ihr schon kurz nachdenken. Ich verstehe schon, dass das ihr deine Kapazitäten überfordert, da du ja scheinbar nur ein Klotz Muskel bist, der Befehle ausführt. Aber wie habt ihr euch das vorgestellt, dass wir mitkommen? Korrekt. Und das Transportmittel ist nicht weiter wichtig für euch. Ja, das glaube ich schon. Erzähl, macht mir das schmackhaft. Erzähl. Schmackhaft kann ich euch Folgendes machen. Entweder, er holt so eine kleine Fiole, die er dir auf den Tisch da drin steht, trinkt dir dies und macht ein kleines Schläfchen. Oder aber, und du siehst, wie er halt seine Fäuste zusammenpackt und so einfach seine Knochen knacken lässt, ihr werdet anders schlafen. Also ihr meint, es ist klug, einen Humbeldumbel körperlich anzugehen, ja? Das ist so eure genialer Plan. Lasst meine Sorge sein. Ja, das ist deine Sorge ganz bestimmt. Meine ist es nicht. Den leichten Weg oder den harten Weg? Was darf es sein, oh Prinz? Ja, sie verwechseln das immer. Ich bin nicht so wirklich prinzenhaft unterwegs. Das erlaubt mir natürlich mehr Freiraum in meinen Taten als in meinem Bruder. Das sollten sie sich bewusst sein. Natürlich, okay. Ihr seid eigentlich das Nichts, das stimmt schon. Ja, ja, ich weiß, von jedem höre ich das und ignoriert und nicht gesehen. Das hat auch seine Vorteile. Also, trinkt ihr nun oder nicht? Und bitte, verneint es, denn ich habe große Lust, euch anders schlafen zu lassen. Okay. Und Moment, ich muss gerade mal einen ja. Zauber durchlesen. Weil ich lese mir gerade erstmal Taschenspiel. Kann ja mit meinen Gedanken mit euch teilen. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Ich gucke gerade mit Taschenspielerei, was ich da machen kann. Ob ich dann zum Beispiel was erschaffen kann, so ein Trugbild, das in der Hand passt, ob ich sowas tun kann, als würde ich trinken. Nein, das kannst du nicht mit Taschenspielerei. Nee, okay. Also kann man Taschenspielerei nicht. Ist eher sowas wie, du kannst ein leichtes Beben irgendwo erzeugen, also mit ganz leicht wirklich eine kleine Mini-Erschütterung, was nicht mal ausreicht, um irgendwas runterzuschmeißen oder sowas. Du kannst ein leichtes Geräusch irgendwo kurz entstehen lassen, du kannst zum Beispiel sowas wie Fensterläden auf und zu klappen lassen, also wirklich so ganz minimale Eingriffe. Okay. Du kannst aber keine echten Illusionen erzeugen. Okay. Was zu sehen ist. Ja, dann habe ich den nächsten Zauber, wo ich eine Frage habe an dich. Vorschlag. Du schlägst eine Aktivität vor, begrenzt in zwei Sätzen.
Ja. Die darf, die Aufforderung darf sich die Kreatur, also ne, muss ein Lebewesen sein, nicht selbst erstechen, sich selbst verbrennen oder offensichtlich schaden. Wäre das Getränk zu trinken, was meines Wissens ja nur ein Schlafen liegt, ein offensichtlicher Schadungsfall? Oder würde das. Deswegen, er weiß ja, was da drin ist. Also es würde ihn ja selber schaden, wenn er sich jetzt selber schlafen legt vor dir. Okay. Da ist halt die Frage, aber beschrieben sind ja, körperliche Schäden. Ja, deswegen habe ich ihn ja gerade gefragt. Schlafen ist ja kein Körper. Ja, aber ist das, naja, deswegen habe ich gerade gefragt. Ja, ist alles fein. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe jetzt gerade gefragt, ob das nur ums Körperliche geht, aber es geht auch allgemein um genau. Schaden. Okay. Ja, dann setze ich trotzdem einen Vorschlag ein. Okay. Und werde. Was war das letzte, was ich gesagt habe? Oh, wo waren wir im Gespräch? Warte. Der er hat gesagt so und bitte verneint, weil ich hätte große Lust, euch auf andere Art schlafen zu legen. Da ihr wisst. Also das ist natürlich der Vorschlag. Ich formuliere das natürlich auch. Ja. Da ihr wisst, wer ich bin und was es für Konsequenzen haben wird, wenn ihr die Hand an mich legt. Das sehe ich ja allein daran, dass ihr die Fiole vor euch als Option für mich hingelegt habt. Werdet ihr jetzt Folgendes tun. Ihr werdet mich beiseite lassen. Mich vorbeigehen lassen. Und jämmerlich winselnd deiner Chefin, meiner Mutter, sagen, dass ihr es wieder einmal versagt habt, die großartigen Humbeldumbelbrüder festzuhalten. Das ist der Vorschlag. Was ist der Vorschlag davon? Na, dass er mich gehen lässt und... Naja, der Vorschlag darf zwei... Hast du selber gerade vorhin? Zwei Wörter. Einsatz. Zwei Einsatz. Sind es alle hier zwei Sätze oder zwei Wörter? Zwei Sätze. Entschuldigung, zwei Sätze. Ich habe zwei Wörter gedacht. Harley. Okay. Zwei Sätze. Parli, du hast zwei Wörter. Jetzt. Parli. Bei Nomnom wäre es eher Parli. Nomnom, du hast noch ein Wort. Kuchen. Kuchen. Das Ganze dauert acht Stunden. Also das hat eine Wirkungsdauer von 8 Stunden. Das heißt, er muss dann 8 Stunden immer wieder sagen. Ja, oh ja. 8 Stunden lang wird er, sich selbst niedermachen müssen, falls es funktioniert. Das weiß man natürlich nicht. Obwohl die Sache ist, nehmen wir an, es funktioniert jetzt. Du hast ja gesagt, er soll vor unserer Stiefmutter winseln. Das heißt, er macht sich jetzt dann auf den Weg dahin, reitet ihr entgegen, 8 Stunden lang. Oh, das wäre auch eine Option. Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Wie er das macht, er kann ja auch sein, dass er einen Magier benutzt. Da winselt er ja quasi. Der holt auch einen Magier nach dem anderen ran, nur um ihr Nachrichten zu schicken. Das tut mir so leid. Ja. Die großartigen Humbeldumbels festzuhalten. Nächster Magier. Es tut mir leid, ich habe wieder versagt. Wir haben dann auf jeden Fall für 8 Stunden die Kommunikation geblockt. Okay, ein weißer Rettungswurf muss ich machen. Ja, okay. Und was, muss ich irgendwas würfeln? Ich muss ein weißer Rettungswurf machen. Achso, okay. Dieses Game. So, ich würfe bei Roll 20. Ja, so. Würfe bei Roll 20. Genau, weißer Rettungswurf, er kriegt plus 2 auf den Wurf. Warum? Weil das seine Attribute sind. Lachhaft. Was muss er schaffen? Hat er nicht geschafft. Eine 11, das glaube ich hat er nicht geschafft, oder? Was ist dein Zauber... oh Gott, wer ist es im Deutschen? Ne? Zauber Rettungswurf, 14. 14, dann hat er es nicht geschafft. Die Lusche. Er ist nichts erweise. Kein Willen und kleine, dünne Stummelbeine. Ich sehe ein Problem bei der Sache. Mal sehen. Also, du hast vorgeschlagen, dass er dich beiseite gehen lassen soll. Dass er zu deiner Mutter gehen soll und jämmerlich winselnd sagen soll, er hätte den Auftrag wieder nicht geschafft. Sehe ich das so richtig? Das hast du gesagt. Ja. Er hat zugeschlossen, ne? Er hat sie zugeschlossen, okay. Ja. Alles klar. Okay. Er geht beiseite. Also er geht wirklich so. Also du setzt den Zauber ein.
Du siehst, wie kurz seine Augen vielleicht so ein bisschen aufleuchten, als dein Zauber Besitz ergreift, sozusagen, also trifft. Du hast das Gefühl, okay, es funktioniert. Er schließt kurz die Augen, schüttelt sich so kurz, hält so ein bisschen Kopf. Nun, dann werde ich dies tun. Geht dann so zwei Schritte zur Seite. Was machst du? Ich hab gesagt Schlüssel. So die Schlüssel. Damit ich gehen kann. Damit ich vorbeigehen kann. Du kannst vorbeigehen. Wohin? Da sind geschlossene Türen, gib mir den Schlüssel. Ja. Er holt aus seiner Tasche, siehst du, dass er einen kleinen Stein rausholt. Und du erinnerst dich, was das für ein Stein ist. Diesen Stein hast du bereits bei eurer Gilde gesehen. Das ist nämlich so ein Kommunikationsstein. Ah, okay. Und du siehst, wer reinspricht. Meisterin, ich habe versagt. Ich habe versagt. Okay, während er das sagt, schnappe ich mir erstmal das Fläschchen. Schnappst du das Fläschchen, ja? Also er ist kurz ein paar Sekunden beschäftigt damit. Was ist Fläschchen geschnappt? Was ist er beschäftigt? Tja, acht Stunden wirkt das Ding. Er ist acht Stunden damit beschäftigt, das hält acht Stunden. Ja, der Kommunikationsstrecke wäre nicht so lange. Ach so. Und der muss es auch nicht acht Stunden machen. Das ist einfach nur, dass der Zauber acht Stunden aktiv ist. Das steht, ich kann auch vorlesen, was da steht. Okay. Sobald es erfüllt ist, ist der Zauber vorbei. Ah, oh, ach so, okay. Ich dachte, er müsste jetzt acht Stunden jammern. Beim okay. Fehlschlagrettungswurf verfolgt ist die von ihm beschriebene Vorgehensweise nach besten Kräften. Die vorgeschlagene Vorgehensweise kann für die gesamte Dauer fortgesetzt werden. Wenn die vorgeschlagene Aktivität kürzer abgeschlossen werden kann, endet der Zauber, wenn das Objekt beendet, worum es gebeten wurde. Okay. Also ich glaube, dann hättest du ein bisschen anders reagiert. Ja. Ich hab, warte mal, er ist abgelenkt, ne? Er ist gerade abgelenkt, er redet gerade in den Stein. Okay, dann möchte ich versuchen, die Ablenkung zu nutzen mit einem Bonus-Wurf ihm, ich probiere einfach ihm den Trank einzuflößen mit einem Bonus-Wurf, weil er gerade abgelenkt ist. Ich gehe hinter ihn und würde ihm den versuchen einzuflößen, damit er ihn trinkt. Du willst ihm das einflößen? Okay, interessant. Dann mach mal bitte einen Wurf, würde ich dir auch mit Vorteil erlauben, weil er wie gesagt gerade schon abgelenkt ist, auch von deinem Zauber und so. Das wäre gegen sein Athletik oder Akrobatik, dass du es halt ihm einflößt. Was muss ich machen? Muss ich Athletik oder Akrobatik würfeln? Genau, kannst du ja auch so. Auf Athletik oder Akrobatik, um das einzuflößen. Akrobatik plus 1, Athletik und du kannst plus mit Vorteil 1. Dann. Beides scheißegal, weil ich beides 13 habe. Okay, also ist nur plus 1. Okay. Ja, probier mal. Das wird richtig in die Hose gehen, aber wir machen das einfach mal. So. Du hast notfalls eine Inspiration. Ja, aber der hat. Das ist ein Monsterbrecher. Ich gehe natürlich auf Geschicklichkeitsbonus, okay. Nicht auf Stärkebonus. Vergiss bei der Inspiration nicht, wir haben das pro Spielerabend. Richtig. Ja, ja. Letzte Runde. Das heißt, selbst wenn du es jetzt verbrauchst. Ja, ja, ich werde das einsetzen, falls es nicht funktioniert, logischerweise. Würfel! Mit Vorteil, wie gesagt. Das war schon fast die 1, eine 7. Ist noch einmal. Alter. Okay. Oh, fucking yeah. Okay, leg den Humpeldumpels an, Alter. Humpeldumpels sind einfach die geilsten 21, Motherfuckers, ne? Auf diesem Planeten. Was hast du gesagt zu ihm? Auf eine 21 bringt dich das insgesamt, ne? Ja. Okay. Ich würfel einmal für ihn. Er kann ja auch einen kritischen Erfolg ja, haben. Ja. Er denkt, er könnte einen kritischen Erfolg haben. 16. Er würde halt seine Athletik nehmen. Das wäre bei ihm eine 25 wäre es dann insgesamt. Aber es ist ein kritischer Erfolg. Ich würde es durchgehen lassen, weil es ein kritischer Erfolg ist. Hallo? Also du schnappst dir das Fläschchen. Du siehst ja, es tut mir leid, Harren. Und du springst schnell hinter ihm, springst auf seine Schultern irgendwie. Also, es tut mir leid, was zum? Und du bist so schnell, dass er gar nicht richtig reagieren kann. Und hast du wirklich schon das Fläschchen in den Mund reingestopft und hältst und versuchst den Hals so ein bisschen nach hinten zu drücken, sodass er sofort die Flüssigkeit trinkt. Ja, und erst dann schafft er es nicht wieder von seiner Schulter runterzuwerfen irgendwie. Verdammtes Arschloch, der kommt auf dich zu, er zieht sein Schwert und macht einen Angriff auf dich. Gage. Ja. Muss er seinen Auftrag weiter ausführen? Ich wollte gerade sagen, ja. Sein Auftrag ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht erfüllt. Es tut mir leid, Herrin,
Ey, du musst eigentlich den Stein jetzt wieder aufheben und sagen, du darfst nicht vergessen, wenn sie oder einer gefällt, ihm Ziel Schaden zu fügen, endet der Zauber. Es ist kein Schaden zugefügt worden. Du hast ihn aggressiv angegriffen, hast ihm was eingeflößt. Er hat nicht gesagt, er möchte... Niklas, ganz kurz, das ist ein Stufe 1 Zauber. Was erwartest du? Ich diskutiere gerade gar nicht. Steven, du kannst das jetzt alles, du kannst jetzt wieder das deine Rache bekommen. Du kannst sagen, er wurde verbal angegriffen. Nein, das geht nicht um das Verbale. Du hast ihm keinen Schaden zugefügt. Du bist auf seinen Rücken, ja, hast ihn im Trank gegen seinen Willen eingeflößt. Da muss ich jetzt dazu sagen, du hast gesagt, dass er auf seinen Rücken steigt. Niklas hat das nie so gesagt. Ja, er hat ihn trotzdem aggressiv ihm was eingeflößt. Dasselbe wäre jetzt auch ein Angriff, wenn du jemanden halt versuchst zu tackeln, auf den Boden zu drücken. Also, es ist auch ein Angriff. Er macht einen Angriffswurf, er zieht sein Schwert und versucht dich anzugreifen. Verleugnung. Er legt sich so zurecht, wie er es will. Merkt das? Erst mit dem Stein, dann mit dem Angriff, das genauso krass ist, wie als würde man jemanden seiner Freiheit berauben und auf den Boden tackeln und festhalten. Dann wäre 23 zu treffen. Dann wartet er noch, bis es schon halb vorbei ist, bevor er sagt, das gilt übrigens nur, bis der Auftrag ausgeführt ist, obwohl wir dreimal gesagt haben, der muss das jetzt 8 Stunden machen. Ja. So ein Verzeihung, Gott. Wenn ihr die Regeln nicht richtig durchlest bei der Schreibung des Zaubers, ist das nicht mein Problem. Ja. 23, ja. 23 zum Treffen. Ja, ist kein Problem. Ich habe ja meine Rüstung schon ab. Selbst dann. Es wird mir nicht mehr schlecht sein. Ja. Das wären dann 12 versus Schlitzschaden. Schlitzschaden, wer ist im Deutschen? Hiebschaden? Hiebschaden? Ist das? Ja, Hieb müsste es dann sein, ja. Hiebschaden? Ist es eigentlich Schluss? Ja, Stumpf, mit Stich und Hieb, ja. Ah, okay, ja, dann Hieb. Ja. Okay. Mit dem Schwert. 12 Schaden. Du kannst du knicken. Also, er stürmt euch zu, nimmt sein Schwert und schlägt einmal nach. Du versuchst so irgendwie auszuweichen, er trifft dich aber böse an der Schulter. Nee, ich versuche nicht auszuweichen. Nachdem ich sehe, was für ein Wucht, ich merke, dass es keine Chance hat, auszuweichen, versuche ich auch nicht auszuweichen. Ich bleib einfach stehen. Okay, du kriegst voll keine Schwert halt ab. Ja. Du wirst so ein bisschen zur Seite geschleudert irgendwie. Und er geht dann wieder 2 Schritte zurück, will wieder sein Schwert anfangen wieder anzuheben und den Jungen merkt wieder so ein bisschen. Ja, okay. Also Schatade? Nein. Fängt so ein bisschen zu taumeln langsam. Möchtest du was machen? Er hat seinen Angriff gemacht, willst du etwas machen? Ja, ich vermute mal, dadurch, dass ich das. Okay. Da ich definiert habe, ich habe gesagt, ich habe ja Klingenband. Aber ich habe ja gesagt, bevor die Runde startet, soll das starten, aber ich habe gesagt, während die Tür. Du hast das nicht. Ja, okay, verstehe. Klingenband funktioniert nicht, gehe ich mal von aus, ne? Wie, warum, was du... Ich hatte ja vorhin gesagt, bevor die Runde Kampfrunden startet, will ich die einmal Klingenband einsetzen. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil das natürlich nur 6 Sekunden hält, also eine Runde während der Tür. Ja, okay. Also, deine Aktion war, okay, du musst auf deinen Rücken, hast in die Flasche... Ja, okay. Ich verstehe. Ja, dann trifft mich das halt. Ja. Deine Runde, du bist dran. Okay. Er nimmt sich den Stein und beendet seinen Satz. Ich würde den Stein aufheben und Klingenband auf mich einsetzen. Okay. 12 Schaden war das, ne? Ja, 12 Schaden. Ja. Er würde das Schwert wieder heben und würde versuchen, dich wieder anzugreifen. Er würfelt eigentlich mit Nachteil. Weil er so langsam, du siehst wirklich, wie er das Schwert nochmal hebt, aber so langsam... versucht anzugreifen. Gut, das mit Nachteil, weil der erste war nämlich ein kritischer Erfolg. So war es insgesamt eine 13 zum Treffen. Okay, lass mich kurz gucken. Eine 13, ja, ich habe nur 12. Das dann trifft er. Ja, okay. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Aber da ich ja Klingenband gemacht habe, habe ich... Kriegst du einen halben Schaden, was, ne? Ja, Resistenz ist ja scheinbar hier nicht resistent sein dagegen, sondern halb resistent zu sein. Sonst wärst du immun, wenn ja, du genau, immun stehst. Resistent oder du kriegst halben Schaden davon, genau. Okay, das heißt also, sonst wären es 10 Schaden, es wären also nochmal 5 Schaden. Okay. Ja, kein Problem. Okay, und dann, das wäre seine Runde. Du siehst wirklich, wie er zurücktaumelt, den Kopf fällt, seine Klinge ein bisschen nach unten hält. Machst du irgendwas?
Ich setze wieder Klingenband auf mich ein, damit ich wieder gegen Stichwaffen die Hälfte bekomme. Okay. Und den Stein habe ich in der Hand, ne? Ja, die packe ich mal. Den hast du in der Hand, ja. Den packe ich mal in die Tasche. Damit ich ihn nicht verliere, wenn ich umkippen sollte. Oh, das wäre interessant. Du hast den Stein. Ha. Dann würdest du tatsächlich, weil er hat ja die Nachricht reingesagt in den Stein. Mhm. Du hast ja den Angriff, den Stein dabei fallen lassen. Ja. Du hast ihn aufgehoben. Wahrscheinlich wirst du jetzt genau in dem Moment, wirst du aus dem Stein eine Stimme hören. Und zwar die deiner lieben Stiefmutter. Sagt so. Was zur Hölle redest du da? Was ist da los? Das wirst du halt hören. Okay. Hallo, Mutter. Dein Grobi hat scheinbar wieder versagt. Mal schauen, was passiert. Okay. Du siehst, wie jetzt das R wirklich so in deine Richtung schwankt. Er versucht mit seiner Hand so nach dir zu packen und seine Hand ist so ganz leicht auf seiner Schulter noch irgendwie an. Und du siehst, wie er dann neben dir zu Boden geht. Und anscheinend schläft. Okay, ich würde den Schlüssel abnehmen. Das kannst du machen. Wer hat Clown? Hat sie geantwortet? Viele durch. Während er so zu Boden fällt, hörst du das so. Oh, meine lieben Kinder. Schön zu hören, dass es euch gut geht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kann ich noch was sagen? Du schaust auf den Stein und siehst, dass der Stein erloschen ist. Okay. Ich werde. Was hat er bei sich? So, was hat er an? Wie sieht er aus? Er hat eine komplette Plattenrüstung an. Er hat sein großes Schwert dabei. Umhang. Du siehst, er hat auch an seinem Gürtel mehrere Taschen. Mhm. Ich würde mal seine Taschen durchwühlen. Ich würde hier sich schon die Ärmel hochmachen. Ich werde mal seine Taschen durchwühlen, ob er irgendwelche wichtigen Informationen dabei hat. Okay. Dann würden wir mal bitte auf, das wäre Nachforschung. Okay. Ich finde echt, das sollte eine Fähigkeit geben, die Looten heißt. Das ist ja de facto Nachforschung. Wie viel Loot kannst du finden? Ja, aber es sollte Looten heißen. Oder eine extra Fähigkeit. Schade, statt eine 14 ist es eine 6 geworden. Das heißt, nach Forschung habe ich damit einen 9. Du findest auf jeden Fall einen Geldbeutel bei ihm, wo du 50 Gold drin siehst. Ja. Kannst du an dich nehmen. Du siehst, dass er auch zwei Heiltränke dabei hat, zwei normale Heiltränke. Okay. Ich würde davon, ja genau, sofort nehmen. Ja. Wie viel gibt mir das Heiltrank? Warte, normale Heiltrank. 2W4 plus 2, ne? Ja. 2W4? Plus 2. 2. Okay. Glaube ich. Ich werde mal 2W4. Das sind 8, also 10. Nice. Das ist schon mal wichtig und richtig. So, und wird den zweiten auch gleich nehmen. Okay. Dann müsstest du eigentlich voll sein, oder? Naja, nicht unbedingt. Na, wieso? Du hattest 12? In der ersten? 5, 17 Schaden hat er bekommen. 5 und 7. Ja. Boah, aber perfekt. Perfekt, wieder voll. So. Ja, du trinkst das und wieder halt die Wunden, die das Schwert bei dir gemacht hat, sich wieder schließen. Und auch wenn der Kleine ein bisschen Mitleidenschaft geraten ist, trotzdem fühlst du dich wieder fit. Ansonsten nichts. Achso, genau. Gold, 2 Heiltränke. Du wirst auch ein Dolch bei ihm finden, das Schwert, was er bei sich hat. Und ansonsten, den Stein Rüstung. Hast du ja schon. Die fette Plattenrüstung findest du nicht? Die hast du ja natürlich auch, ja. Ja, aber die kann ich auch entkleiden, wenn du möchtest. Aber die kann ich ja nicht mitnehmen, so einfach. Warum nicht? Naja, ich gehe mal RPG, also ich, Roleplay-technisch gehe ich mal von aus, dass das nicht funktioniert. Nicht wirklich, nein. Den Dolch werde ich mitnehmen können, aber das Schwert, was ist das für ein Schwert? Ein normales Schwert? An seine Größe angepasst, für dich sind es 2 Händer. Okay, da würde auch auffallen. Also, so könnte man maximal den Dolch einfach so mitnehmen. Genau. Du hast den Back of Holding nicht bei dir, ne? Den hatte Saya.
Ich hab, nee, hab ich nicht bei. Dann würde es definitiv auffallen. Wenn jetzt ein Bag of Holding bei dir hätte, dann könntest du wahrscheinlich alles da reinschmeißen. Das wäre kein Problem. Okay. Wie ist das mit betäubten Leuten? Kenne ich mich damit aus? Wachen die sofort auf, falls die Schmerzen haben? Du weißt halt nicht, also er hat nur gesagt, wenn du das trinkst, schläfst du. Du weißt jetzt nicht, wie tief der Schlaf ist irgendwie. Okay. Kann sein, dass er nach einmal Schmerz gleich aufwacht. Kann auch sein, dass er gar nicht aufwacht, dass es so ein Tiefschlaf ist, dass er halt wirklich du ihn jetzt theoretisch umbringen kannst. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was es für ein Zeug ist, da drin ist. Du kannst natürlich den Trank nochmal untersuchen, also die Scherben davon. Oder ja, ist ziemlich groß, ne? Ja, ja. Wie gesagt, 2,20 Meter. Mm, das ist ein echter aufhängen Hüter. Krieg ich nicht hin. Du hörst auch mit der von draußen von der Tür, würdest du jetzt auch klopfen hören. Ist alles in Ordnung? Okay. Herr? Zwei Meter Typ ist umgekippt, das hat ziemlich laut gepoltert. Welchen Herr meint er? Es ist halt die Stimme von der Person, was du schon vorher durch die Tür gehört hattest, wo du gesagt hast, ihr wisst, wer hier eingesperrt ist und so weiter. Ah! Stimmen imitieren und bin nicht da. Ja, das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter. Ich würde rufen, Hilfe, ich werde angegriffen. Gucken, was passiert. Würde er an der Tür rütteln? Würde ich da irgendwas hören? Oder würde nichts passieren? Wenn er an der Tür rüttelt, möchte ich intervenieren. Okay, also rufst du Hilfe, ich werde angegriffen. Ich höre einfach so nichts und der kurze... Herr! Sollen wir reinkommen? Herr! Okay, ich steck mal... was war das Besondere an meinem Dolch, den ich hatte? Wollte der gefüttert werden? War da nicht irgendwas? Ja. Ja, dann von deinem eigenen Blut wollte er gefüttert werden. Von deinem eigenen Blut, ja, okay, nee, dann ist es egal. Du kannst ja nur noch so, also generell Blut wahrscheinlich, aber er will auf jeden Fall dein Blut haben. Naja, nee, mein Blut kriegt er jetzt nicht. Also ich habe ja hier überall Blut, aber das will er ja nicht, so er will das frische haben. Aber ich würde mit dem Dolch einfach mal in den Hals des durch Kehle mäßig so des Schlafenden. Ey, das ist die rechte Hand der Königin. Ich wurde angegriffen. Ich musste mich wehren. Oh nein! Hilfe! Ah! Nicht in mein Dolch! Pass auf! das rufst du so laut? Nicht in mein Dolch, pass auf! Ja. Okay, jetzt hörst du dir das an der Tür gerade. Ja! Und jetzt so versucht die Tür ja irgendwie aufzumachen. Also hat das funktioniert? Also du kannst hingehen und du rammst ihn halt den Dolch in den Hals auf jeden Fall rein. Wirf mal Schaden aus vom Dolch. Okay. Das macht... Das wäre es jetzt, weißt du, er hat die Situation richtig gut geregelt und dann kriegt er es nicht hin, einem Schlafenden die Kehle durchzuschneiden. Ja, das kann ja gut, sein. Regelwerke sind ja manchmal ein bisschen unterschiedlich, ne? 1W4 plus 1 ist... Ne, hier, 1W4 plus 2 plus ZM. So. Ich würfel da ja auf Charisma. Ja. Also ein D20. Oder? Nee. Nein, du würfelst nicht auf Charisma. Nein, du würfelst den Schadenswürfel, was er ist. Du musst keinen Angriff machen, er schläft. Also du kannst ihn ohne Probleme... Achso, 1W4 plus 2. Okay. Eine 1. Sehr gut. 1 plus dein Charisma-Boni, was du hast. Ja. Das steht Zaubermodifikator, also ZM, das steht da. Ja, also 1 plus 2 sind 3, plus ZM ist plus 3 Charisma. Ja. Also insgesamt 6. 6. Ja, korrekt. Okay, also du gehst zu Boden und rammst ihn halt den Dolch in den Hals und die Klinge geht rein und du siehst aus dem Moment, wo halt die Klinge durch sein Fleisch durchgeht, dass er wirklich die Klinge anfängt, so ein bisschen rot aufzuleuchten. Ja. Du hörst wieder diese Stimme aus dem Dolch so. Endlich. Blut. Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Okay. Und du versuchst dann halt wirklich so. Schneidest das so ganz lang. Es spritzt auch langsam. Also glaubst du, es sollte Blut rausspritzen? Du siehst vielleicht so ganz leicht, wie so Bluttropfen rauskommt, als wird sowas in die Klinge wieder aufgenommen. Perfekt. Und schnell. Und es fällt dir wirklich schwer. Also, es ist wirklich dieser Hals, wo ich so muskulös und durch die Schuppen auch noch von diesen Drachen gebogen bin. Das ist halt wirklich.
versuchst irgendwie durchzukommen und es fällt dir wirklich schwer, durch seine Haut durchzukommen und irgendwie den Hals komplett aufzuschneiden. Oh nein! Bitte nicht! Oh, Gott sei Dank kann ich dir den Mund zuhalten, damit du keine Verstärkung rufen kannst. Oh, Hilfe! Du hörst jetzt mal halt wirklich von draußen, versucht wird die Tür einzurammen. Ja, machen wir mal. Ja, ist okay. Ich stech weiter zu. Okay, mach nochmal einen Schadenswurf. Okay. Come on! Komm, es wird besser. Ja, eine 7 also. Aber der hat paar 30, 40 Leben, das dauert halt ewig, ja. Ich hoffe auf die Magie des Dolches, vielleicht passiert da doch irgendwas, vielleicht explodiert der oder so. Du schneidest weiter und kommst wirklich langsam durch. Du siehst halt wirklich, dass wieder das Fleisch so aufgeteilt ist an der Seite. Du kannst so ein bisschen reingucken, wenn so klingt. Das ist schon recht eklig. Was mir wirklich auffällt, dass halt, es kommt keine Blutfontäne raus. Ja, das ist super. Wirklich wie dein Klinge halt wird. Also du hörst wie so ein Geräusch und während du schneidest, spürst du auf einmal wie so eine Stimme immer lauter. Mehr! Okay. Mehr! Wie krass ist die Stimme? Hast du das Gefühl, dass die Stimme nicht nur aus dem Dolch herauskommt, sondern dass du das sagst? Mehr! Und du schneidest weiter und schneidest weiter. Okay. Und in dem Moment hörst du halt an der Tür. Und wie die Tür auffliegt, aus dem Angel schon erst raus. Du siehst zwei weitere Drachengeborene, die panisch sich umschauen, zu dir runtergucken und sehen wir halt mehr und wir halt immer weiter den Hals so ausschauen. Sie, nein! Und sie kommen sofort dir und versuchen dich wegzureißen. Und immer ist Marc, kannst du eine Athletikprobe machen? Mann! Warum habe ich jetzt keine Kontrolle über mich selber? Ja, ist okay. Dann hat er nicht irgendwie auf irgendwas würfeln, ob er sich dagegen wehren kann? Athletik. Ist einfach nur D20 und oder was? Deine Athletikprobe, ja. Eine 13. 13, okay. Plus 1 hast du da, ne? Ich guck gerade, warte. Okay, die zwei Typen kommen zu dir ran und du schneidest noch weiter und hast halt wirklich jetzt schon, also wenn du die Klinge reingeräumt hast, hast du halt wirklich jetzt bis hierhin schon durchgeschnitten. Es fällt viel da, als du selber anfängst, dieses mehr zu sagen, fällt viel auf einmal leichter, auch einfach durchzuschneiden. Oh. In dem Moment, wo ich hier bist, aber packen sie dich und schaffen es, dich von ihm wegzureißen. Aber du immer so mehr und versuchst, um dich zu schlagen irgendwie. Und in dem Moment spürst du, wie sie halt aber sehr, sehr kräftig gegen deinen Schädel schlagen und du ohnmächtig wirst. Ändert es was, dass eine 14 war? sie haben eine 18 insgesamt. Das ist halt. Wie, die kauen mich K.O. einfach so? Wir können es gerne auswürfeln. Nee, ist okay. Wie oft sie dich K.O. Wie oft sie auf dich einprügeln, bis ich, du K.O. bist. Ich wollte es einfach nur noch mal wissen, ob du das halt wirklich. Ich finde das unrealistisch, dass ein Humbeldumbel so einfach K.O. geht. Aber wenn das ist okay. Wir können ich gerne auswürfeln. Nein, ich akzeptiere das. Nein, du wirfst nicht aus, wenn der Humbeldumbel ausgewürfelt haben möchte. Gut. Das wäre eine 18 zu treffen. Ja, meine Rüstung hätte das ja... Das wäre eine 15 zu treffen. Das hätte meine Rüstung auch geblockt. So, das wären dann also von beiden insgesamt... Wären das schon mal 15 Schaden, die du erleidest in der ersten Runde. Möchtest du dich dagegen wehren? Kann ich überhaupt nicht, gehe ich mal von aus, oder? Du kannst um dich herumschlagen, du kannst angreifen, wenn du möchtest. Du hast gerade dieses unglaubliche Verlangen... anzugreifen, mehr Blut, mehr töten. Die Klinge spricht zu dir. Du bist mehr oder weniger eins mit der Klinge. Okay, muss ich für den Angriff die Klinge benutzen oder einfach nur mehr Blut? Du kannst auch deinen Zauber einsetzen, wenn du möchtest. Okay, cool. Logisch. Wenn ich schon kämpfen kann und irre bin und mehr Blut will, dann möchte ich auch die Kontrolle darüber haben, wie irre und das blutig das Ganze wird. Ja, klar. So, wo haben wir hier nochmal meine Zauber? Warte mal, wo bin ich? Hier. Wo ist die Musik? Ich brauche die Musik! So, was macht am meisten Blut? Dickes B, herum. Nee, das macht kein Blut. Taschenspielerei auch nicht. Flammen machen kein Blut. Schafft einen Bogen aus Blitzen. Blitze machen wahrscheinlich auch kein Blut, ne? Würden sie gut durchschmoren.
Wenn du das nächste Mal mit Kreatur mit einem Waffenangriff triffst, bevor dieser Zauber endet, schimmert die Waffe beim Schlag in astralem Glanz. Der Angriff fügt ihm zu, dem Ziel zusätzlich 2W6 gleißender Schaden zu. Das hört sich doch nach was an. Okay. Naja, es verstärkt den Angriff. Also nehme ich den Dolch und hau damit. Ich mache brandmarkendes Niederstrecken. Okay, ist eine Bonusaktion. Ja, kannst du machen. Mhm. Dann mach einen Angriffswurf. Okay. Alles klar. Ich setze meine Dings ein. Okay. Jetzt will das wissen. 17. Plus? Was ist das jetzt nochmal? Es wäre dein Charisma-Modifikator, wäre zum 3, extra. Also 21. Ja, 21. So. Trifft, ja. Nee, 20 ist es doch. Oder? 17? 20. Ja. 20 zum Treffen, ja. Trifft. Also, dein Übungsbonus kommt da auch noch drauf. Also es wäre dein 22. Treffen. Okay, alles klar. Das ist dein Zaubermodifikat, weil du bist Hexplay. Das heißt, du hast, anstatt dass du halt von deiner Waffe Geschick nehmen musst, zum Beispiel zum Treffen, oder Stärke, kannst du halt deinen Charisma-Wert nehmen. Ja. Dein Zaubermodifikat. Ja, dann kriegst du plus 3 von Charisma und bist geübt mit der Waffe. Das heißt natürlich, kriegst du auch den Proficiency. Nochmal eine Frage. Immer wenn wir jetzt auf egal auf was wir jetzt würfeln, immer der Übungsbonus? Nein. Auf dein... Die Waffe, die du benutzt, damit bist du geübt. Deswegen kriegst du da auf deinen Übungsbonus. Und ansonsten kriegst du deinen Übungsbonus alles, wo du in irgendeiner Form geübt mit bist. Das heißt, Waffen, in denen du geübt bist. Genau. Und aber ich denke mal, das zählt nicht für Verteidigungswürfe, weil da ist nur Rüstungsklasse. Genau, genau. Und bei den ganzen Fähigkeiten, da wo du deinen Punkt da drin hast, da kriegst du deinen Übungsbonus drauf. Oh, okay. Nochmal extra, okay. Genau. Plus halt, was du halt in den Attributen drin hast. Mhm. Okay, also du triffst, würfel Schaden aus. Okay, also ein W4. Schon mal für den Standardgedöns. Sind 2. Ja. Das müssten ja wieder 7 sein, wie vorhin. Ist der zufällig aufgeladen, der Dolch? Durch das Blut? Oder ist das nur durchs eigene Blut aufgeladen? Der Aufladen ist durch dein eigenes Blut. Ah, okay. Alles klar. Dann bleibt das dabei, aber der Zauber macht ja noch was. Ja. Das heißt, ich treffe mit dem Waffenangriff. Die Waffe schimmert auf. Und fügt zusätzlich 2W6 gleißender Schaden. Und es leuchtet sehr hell. Im Radius von 1,5. Dann würfel nochmal 2W6. Möchtest du denn, dass es so hell leuchtet? Oder soll es irgendwie anders aussehen? Nee, dafür habe ich keine Konzentration momentan. Ich möchte momentan nur Blut. Als würde ich mich konzentrieren können, wie hell Licht leuchtet. Das ist vollkommen uninteressant. Das ist an dich als Spieler gerichtet. Was? Als Spieler? Das ist an dich als Spieler gerichtet. Nochmal. Was? Das ist an dich als Spieler gerichtet, ob das irgendwie besonders aussehen soll. Ach so! Normalerweise. Golden. Okay. Das war nur meine Frage. Ach so, ja, ja. Besonders aussehen lassen, weil es ja dein Zauber ist. 9. 9, das heißt also 9 plus 7, ne? Das ist korrekt. 16 Schaden. Okay. Also, du schlägst um dich, deine Klinge leuchtet güllenden auf. Du rammst den einen Typen, der halt sich angreift, auch mit einem Schwert, halt volle Kaliklinge in die Seite. Oh! Schreit halt wirklich auf und fällt so bis zur Seite und scheint schwer verwundet zu sein. Ein Humbel-Dumbel wird angegriffen! Zu Hilfe! Die andere Waffe greift dich nochmal an. Das wäre eine 16 zum Treffen. Hätte ich meine Rüstung. Hätte ich noch keinen Schaden genommen. Tja, dann mal ein bisschen am eigenen Ego arbeiten. Ich kann nicht! Das wäre nochmal 7 Schaden. Entschuldigung. Fuck. Ich hatte vorhin 18 Schaden gehabt, ne? Wäre das richtig? Glaube ich, ja. Ja, plus 7 sind ich bei 25. Und da ich nur 21 habe, sickere ich dadurch in gesunde Dunkelheit. Aber du hast da gesagt, sie hauen ihn, ne? Also sie greifen nicht mit Waffen an, sondern sie versuchen ihn K.O. zu hauen. Ja. Sie wollen ihn K.O. hauen, aber wenn er mit dem Dolch angreift, dann schlagen sie halt zu mit ihren Waffen. Aber es ist nicht tödlich. Sie haben sich nicht tödlich verwundet. Das ist ja im Nachhinein. Ja, das ist okay, ist okay. Ja, Dunkelheit. Dunkelheit.
Und was jetzt alles mit ihm noch gut passieren wird, erfahren wir in der nächsten Folge von Abenteuer Avellanien. Das ist doch alles Scam, ist das hier. Ich werde eine offizielle Beschwerde bei den Pen and Paper Dungeon Masters einreichen. Dann siehst du, was du davon hast. Einfach mal die Regeln durchlesen, verzaubern. Bei den, gut. Bei den Masters of Dungeon Masters. Ja. Genau. Wird eine Beschwerde eingereicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wie geil. Oh Mann. Wie geil, wie geil, wie geil.